Stimmt mal. Hallo, Chinelo, was ist das? Was ist das? Jetzt der Kampf der Giganten. Mia sieht man überhaupt nicht auf dem Feld. Doch, jetzt kommt sie zum Vorschein. Und ja, der kleine Kacker macht sich ran an Spielzeug. Mia, souverän wie sie ist, bleibt einfach liegen. Er gibt alles. Und jetzt, meine Damen und Herren, der Kampf kann beginnen. Mia versucht mit ihrer schwarzen... Ja, sie erhebt sich, meine Damen und Herren, es ist soweit. Und sie knurrt eine Drohgebärde. Sie versucht klarzumachen, wer der Boss ist. Los! Meine Damen und Herren, sowas haben Sie noch nie gesehen. Die beiden kennen sich jetzt nun schon fast ein halbes Jahr. Und Chinelo setzt zum Gegenangriff mit der rechten Pfote, meine Damen und Herren, der rechten Pfote. Wer mag wohl diesmal gewinnen? Größe und jugendliche Frischheit oder Stärke und die glänzende Erfahrung der Mia? Wer wird wohl gewinnen? Es ist ein spannendes Spiel, meine Damen und Herren. Nicht zum ersten Mal finden wir uns hier zusammen, um den beiden bei ihren täglichen Beschäftigungen zu frönen. Es könnte noch spannender werden. Ja, Chinelo setzt zum Gegenangriff, ja. Wir können ja mal rüberschalten zum Podex der kleinen Mia. Ob dort jetzt alles wieder nach Drüsenentleerung in Ordnung ist. Ja, das sieht auch gut aus. Oh, 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 meine Damen und Herren, das wird spannender. Das war Kampf der Giganten.